Seit November 2020 ist das iPhone 12 bereits in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ich erkläre dir jetzt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen. Aber zuerst einmal zu den Gemeinsamkeiten aller drei iPhone 12 Modelle. Sowohl das iPhone 12 als auch das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max sind mit 5G ausgestattet, was das Surfen und Streamen in Lichtgeschwindigkeit ermöglicht. Der Super Retina Display sorgt bei allen drei Modellen für gestochen scharfe Bilder und Videos und der A14 Chip ist der schnellste Prozessor, der je in einem Smartphone verwendet wurde. Ebenso haben alle drei Modelle einen OLED Display und eine HDR Auflösung, welche Filme und Serien in einem besonders kontrastreichen Bild erscheinen lassen. Sowohl das iPhone 12 als auch das iPhone 12 Mini sind jeweils mit zwei Kameras ausgestattet, einer Ultraweitwinkelkamera und einer Weitwinkelkamera, welche einen zweifach optischen Zoom ermöglichen. Das iPhone 12 hat dabei einen Bildschirm von 6,1 Zoll, wobei das iPhone 12 Mini einen Bildschirm von 5,4 Zoll aufweist. Das iPhone 12 Mini liegt damit etwas kompakter in der Hand und lässt sich perfekt mit einer Hand bedienen. Im Gegensatz zu den beiden anderen iPhone 12 Modellen besteht das iPhone 12 Pro nicht aus Aluminium, sondern aus Edelstahl, was es noch eleganter wirken lässt. Zusätzlich überzeugt das iPhone 12 Pro mit seinen drei Kameras, mit welchen du noch gestochen schärfere Bilder und Videos machst. Ich habe hier das iPhone 12 Pro Max, welches einen fünffachen optischen Zoom hat. Das iPhone 12 Pro hingegen hat einen vierfach optischen Zoom, ganz ohne jeglichen Qualitätsverlust. Die leistungsstarke Hardware inklusive LiDAR-Scanner machen das iPhone 12 Pro zu einem richtigen Allround-Talent. Damit spielst du auf deinem Handy selbst die anspruchsvollsten 3D-Spiele.